Ah, gut. Das ging jetzt etwas schneller nach unten, als ich erhofft habe. Wir sind recht produktiv, meine ich, ne? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, bei mir läuft auf jeden Fall besser. Hier ist schon mal jede Menge Redstone. Das habe ich auch schon über ein Stack. Silber. Ich näher mich farblich den Diamanten auch schon an. Sei jetzt mal so. Ah, jetzt habe ich Bauxit gefunden. Oh ja, das ist auch praktisch. Ich habe das Gold von oben nicht mitgenommen. Bauxit kommt Aluminium raus. Richtig. Ist ja auch mal eine gute Sache. Ja, das ist sogar das Einzige, was wirklich Sinn ergibt, weil Aluminium wird in der Regel wirklich durch Bauxit gewonnen. Nicht als direktes Erz, sondern das musste über Tonnen an furchtbaren Umwandlungen und Aufbereitungen und so ein Käse jagen. Und das ist todesgiftig. So, okay. Ja, du, Brasilien verseucht damit große Teile des Regenwalds, also. Aber hey, wer braucht schon einen Regenwald? Wenn man Aluminium haben kann. Ja, auf jeden Fall. Vor allem Aluminium. Ich meine, Aluminium ist ja ein Leichtmetall, aber nicht Kobalt, Carbon ist eine Kohlefaser, ja. Die ist eh viel leichter und zusätzlich auch noch stabiler. Und rostet auch nicht. Deswegen Aluminium braucht doch keine Sau mehr. Außer für Alufolie. Carbonfolie. Glaubt, das wäre zu teuer. Ja. Dumm, 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 da dumm. Hast du eigentlich eine Playlist am Laufen oder fügst du die Musik nachträglich an? Nachträglich. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, eine passende Melodie zu meinen Gesummen zu finden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Farben reinschneide. Weil das Drip Mine ist jetzt nicht so das Spannendste. Deswegen bin ich auch in einer Höhle. Und ich nehme gleich das Spannende dann auch noch auf und lade das dann hoch. Was soll das denn dann sein? So an die ersten Maschinen setzen und sowas. Ich glaube, ich werde auch. Ich weiß schon ein Konzept für eine Folge, die ich raushauen werde. Nämlich einfach craften und einfach nur immer das, was ich gecraftet habe, laut aussprechen. Und das dann immer hintereinander schneiden. Das ist bestimmt amüsant. So, Ofen! Workbench! Ich will jetzt noch einmal Diamanten finden, dann bin ich komplett zufrieden. Wir sehen uns in einer Stunde wieder, ne? Ich denke, eine Stunde ist eine realistische Einschätzung. Würde ich auch sagen. Und ich finde jetzt auch wieder nichts. Das Eisen da vorne lasse ich jetzt mal stehen. Geht es hier noch irgendwo hin weiter? Da vorne ging es nicht weiter. Das Tesla-Tide-Ore nehme ich jetzt mal nicht mit. Das hole ich mir danach alles über eine Quarry. Gravel wird dann bei mir, denke ich mal, so zweite, dritte Woche. Hängt von ab, wie schnell ich die neuen Diamanten finde. Kann man sich doch alles craften, Mensch. Ja, dafür müsste ich dann jetzt noch zwei Diamanten finden, dann habe ich eh unendlich. Wie gesagt, ich würde halt mit dem Philosopher Stone arbeiten. Den brauchst du, glaube ich, eh für das Ding. Ne, den brauche ich nicht. Warum man dafür nicht? Ne. Den braucht man für den Transmutation Table. Ah, genau, ja gut. Was ist eigentlich sinnvoller am Anfang zu bauen? Ein Transmutation Table oder? Entweder ist es ein Chunkloch. Ja, du kannst normalerweise reinlaufen, das rendert dann, wenn du dich reinbewegst. Oder ich joine kurz neu. Ich meine, das hatten wir jetzt zwar auf dem vorigen Server auch relativ häufig, nur dass es da bei mir zumindest immer darauf hinauslief, dass
ich hier dann einfach rein mich bewegt habe und das dann geschlossen wurde. Alter, diese Höhle ist so exorbitant riesig. Und ich habe kein Essen mehr. Oh Gott, und ein Skelett. Habe ich das nicht gesagt? Also ich habe bis jetzt 2 Punkte verschwendet. Aua! Au! 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 Hör auf! Böses Skelett! Meinst du, das würde klappen, wenn ich mich dahin bauen würde, wo ich wohnen möchte? So unterirdisch. Ja, bestimmt. Irgendwann komme ich da aus. Habe ich auch gemacht. Und dann habe ich in dem Moment, wo ich wirklich gemeint habe, ich habe keinen Bock mehr, habe ich auf einmal Diamanten gefunden. Diamanten. Echt jetzt? Ja. Cool. 2 Stück. Ha! Echt nur? Ich brauche 2. Ah, doch. 4. Cool. Kriege ich einen? Ja, einen schon. Nice. Dann müssen wir jetzt nur noch Glowstone bekommen. Ja, Netherportal. Vielleicht finde ich ja noch mehr Diamanten. Ich glaube, gerade sollte ich nicht aufhören. Ne? Ja, klingt ganz gut. Ich habe Obsidian übrigens. Echt? Also gefunden oder abgebaut? Gefunden. Okay, ich wollte schon sagen. Abbauen muss ich noch. Oh Gott! Ja, du findest bestimmt auch noch Diamanten. Dann können wir das sogar machen mit dem Netherportal. Ich würde es halt dann aber auch direkt am Dings hinstellen. Also den Spawn wieder. Spawn? Ja. Ja, nicht irgendwo. Muss ja nicht jeder reingehen, ich meine. Macht ja keinen Sinn. Ja, natürlich, ob man reingeht, ist eine freiwillige Entscheidung. Ja. Gut, also Yellowrite habe ich schon mal genug für den Reaktor. Die Frage ist, ob wir auch genug Eisen haben. Eisen finde ich relativ wenig, muss ich sagen. Das tut mir leid für dich. Ich habe jetzt schon ein Stack normales Eisen, ein Stack pur Iron und jeweils 7 pur und... Also ich habe allgemein unglaublich viele Erze. Kann ich mal nachgucken, wie viel Eisen ich überhaupt brauche? Das hätte ich auch machen sollen, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Und mein Greenscreen rauscht. Ich mache schnell ein Rollo zu. Ich merke gerade. Obsidian. Habe ich das eigentlich schon mal erwähnt? Ich habe mich nämlich mein gesamtes Zimmer umgebaut, damit ich eben nicht mehr den Rollo zumachen will, wenn ich den Greenscreen benötige. Ja, hat gut geklappt. Ich brauche noch mehr Diamanten. Warum das denn? Ich brauche Obsidian für die Chest. Ja, sei doch Philosopher's Stone. Damit kann ich Obsidian herstellen. Was? Im Philosopher's Stone. Schau nach, geht bestimmt. Aber damit kannst du ja halt in erster Linie auch Diamanten herstellen. Mit stiller Lava. Still Lava kannst du dir aber auch. Nee, das geht nur mit der U-Meter. Obsidian craften. Sei doch, geht doch. Mit Wasserzellen und Lavazellen. Ja, ist doch eh nice. Und die Zellen stelle ich mit Tin her. Und Tin gibt's ja genug. Das mache ich jetzt unterirdisch direkt. Tin war Cassiterit? Ja, Cassiterite. Kann ich das auch direkt craften? Ja, sehr gut. Also ich habe allmählich echt ein kleines Problem. Hashtag zu kleines Inventar. Kenne ich. Hashtag, ich Trottel, habe jetzt jede Menge Knochen weggeschmissen und habe meine letzte Karotte gegessen. Ich hätte einfach Karotten anpflanzen können. Also ich habe noch 18 Brote, 19 Karotten und 17 Kartoffeln. Ja, weil du im Villager-Dorf warst. Im Endeffekt war es schlau. Im Endeffekt ist ein Endeffekt das Ende eines Effekts. Zumindest wortbedeutungstechnisch. Ja. Das war es dann auch schon. Ja, und?
Wie heißt das Erz nochmal, aus dem man Nickel bekommt? Nickel. Ja. Das kann entweder Bauxit sein. Was? Aus Bauxit? Pentlandit muss das sein. Pentlandit. Habe ich auch S4 von. Ja, ich noch 0. Und ich brauche den Scheiß. Ich brauche 10 von diesen Herzen. Die ich dann doch verdoppelt 20 rauskriege. Crafting Table brauche ich gerade nicht. Stimmt, das könnte ich dann auch. Ich glaube, den Crafting Table und den Ofen ist das nächste, was ich rausschmeiße. Ich habe den Ofen gerade nur als Platzhalter. Was sind 64 plus 7 sind 71. Mal 2 ist 142 ist nicht durch 9 teilbar, verdammt. Jetzt fragst du dich bestimmt, sag mal, wie kann denn der Gili das so schnell berechnen? Taschenrechner. Nein. Kopfrechner. Ja. Aber wie? Weiß ich nicht. Oh fuck! Perfekt. Nein, absolut nicht perfekt! Für mich gerade schon. Also bei mir läuft alles gut. Bei mir ist gerade eine mittlere Katastrophe. Hier sind gefühlt 20.000 Skelette. Bist du da, wo du wohnst in der Nähe, oder? Ich bin jetzt. Kann ich dir gerade nicht helfen? Ich bin direkt unterm Spawn, aber habe jetzt ein riesen Höhlensystem auf Diamantebene entdeckt und da ist ein Skelett, ein Creeper. Ich habe keine Rüstung, bald nichts mehr zu essen. Top essen Voraussetzung. Kann ich dir gleich vorbeibringen. Ich komme gerade hoch. Ich habe noch ein Herz. Und baue mich jetzt mit dir Lorium zu. Weil du keinen Kompass hast. Nein, weil das gerade in der Hotbar lag. Oh, Skelett. Erstmal mit Rottenflash wieder voll heilen. Monster Hunter. Ich habe eben schon Monster besiegt. Ich würde mal vorschlagen, ich schmelze mal pur Iron Ore. Daraus kriege ich nämlich Nuggets, die ich dann wiederum vercraften kann zu Ingots, mit denen ich mir zumindest irgendwas machen kann. Eisentechnisch. Vielleicht eine Brustplatte oder so. Ich finde gerade den Spawn wieder. Koordinaten 50 und 274. Ja, habe ich gerade auf der Map gesehen, dass ich in die falsche Richtung laufe. Warte, ich sehe gerade hier außerhalb ein paar Kühe. Die könnte man sich ja mal mitnehmen, ne? Nimmst du mir Milch mit? Nee. So, warte mal. Was ist ein 8x9? 72, ne? Oh Gott, das dauert ewig, bis ich das hier reingeschmolzen habe damit. Ich habe einen Zombie-Kopf, nice. Oh Gott, da unten steht immer noch ein Skelett rum. Das ist blöd. Oh nein, ein Skelett. Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Oh! Oh! Hört sich nicht so gut an. Ja, das trifft ganz gut zu. Oh Mann! Minecraft Skills, wo seid ihr? Die Höhle ist einfach viel zu groß. Ach, willst du zurückfinden? Nein, aber ich kann sie nicht ausleuchten. Oh, oh. Warte, bleib mal hier. Ich bin gerade da. Hast du Essen für mich? Ja. Cool. Wenn du willst, gebe ich dir ein bisschen mehr. Ah, die wollte ich gerade auch noch abfarmen. Nee, ich muss jetzt so schnell wie möglich schnell eine Spitzhacke. Hast du eine Spitzhacke, die du gerade nicht brauchst?
Oh, perfekt. Schenke ich dir jetzt einfach mal. Ja, ich muss mich nur schnell zum Todespunkt runtergraben, weil die Sachen will ich nur sehr ungern verlieren. Ja, hier ist eine Höhle, da kannst du vielleicht schneller runter. Die Spitzhacke ist schnell, ich grabe mir einfach direkt über den Todespunkt runter. Auch gute Idee. Wird zwar arschdunkel, aber... Rain. Ich muss halt möglichst schnell an meine Sachen kommen, das ist das Problem. Bis jetzt wieder durch die ganze Höhle laufe, bin ich so wahrscheinlich schneller. Erst und deswegen. Und es gibt leider keine Grabsteine. Richtig. Na gut, zumindest sieht man ein bisschen was. Was ist das? Kohle. Nehme ich jetzt nicht mit. Da ist auch Eisen. Ich grab mich an so vielen Sachen vorbei. Weißt du, was der Burner wäre, wenn ich jetzt Diamanten finde beim Runtergraben? Ja, die könntest du ja mitnehmen. Ja. Ich glaube, dann würdest du sogar auf dein ganzes Equip verzichten. Nein, würde ich nicht. Nicht? Das ist über ein Stack Eisen, ein Stack Copper ist drin, ein Stack Yellorium, jede Menge Kohle. Oh, ich habe meine Sachen schon gefunden. What the fuck ist jetzt? Noch ein Creeper! Hauptsache, du sammelst deine Sachen schnell ein. Nein, ich töte den Creeper einfach. Aber der Creeper ist einfach genau an derselben Stelle gespawnt wie der Creeper vorhin. Das ist aber häufig so. Scheiß auf Gunpowder. Scheiß auf Marble. Ich will das Eisen. Was liegt hier noch? Nur Crap. Gut, das Zombieflasche nehme ich jetzt mal nicht mit, weil ich habe aktuell Essen. Oh, ich habe Uran gefunden. Das brauche ich aber nicht. Oh nein, jetzt wird es Nacht. Ah, oh, nein, 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 nein! Scheiße! Ach warte, davon ist ja Wasser, ich Depp! Schnell! Bist jetzt nicht in Lava gefallen, oder? Ja, doch! Und ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich jetzt? Ich leite jetzt das Wasser an die Stelle, wo ich sterben werde. Und anstatt, dass ich mich einfach lösche, ne? Ich habe mit einem halben Herzen überlebt. Ich bin so ein Idiot! Ey, was hast du jetzt gesagt? Ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der ohne Witz erst sich... Oh, Kacke. Ich brenne. Ich bin in... Lava gelaufen. Ah, da vorne ist Wasser. Okay, wie leite ich jetzt das Wasser am besten auf mein Loch, damit ich, wenn ich da runterspringen kann, im Wasser lande, um meine Sachen zu holen? Anstatt... Oh, da ist Wasser. Ich lösche mich mal kurz. Erklär's mir bitte. Das ist eine Möglichkeit für dich, wenn du dich für 5 Sekunden ausloggst. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Zombie. Ein Moment. Und. Ich sag dir sofort Bescheid. Jetzt. Okay. Also das Einzige, was ich bisher noch nicht habe, sind Diamanten. Wenn du nur einen brauchst, kannst du den gleich leihen. Oder ja, einer wäre für die Erzeverdopplung schon mal wichtig. So, ich hab jetzt Obsidian. Das ist wieder nur Gold. Ich weiß nicht, ob was sinnvoller ist. Erst einen Philosopher's Stone holen und dann damit meine Ressourcen umwandeln oder einfach einen Diamanten in die Erzeverdopplung investieren. Das kann ich dir leider nicht sagen. Deswegen erst am geilsten, wenn ich einfach 2 finde. Ja, gar nicht viele. Ah, doch, warte, aber ich muss eh noch ein bisschen mehr meinen, weil ich dieses dämliche Erz brauche. Das Nickel gibt. Hallo Creeper. Warte, das ist doch die Stelle, wo mich. Ich bin jetzt schon wieder an der Stelle, wo mich jetzt zum dritten Mal ein Creeper erwartet.
Das ist nicht so gut. Oh, noch einer. Hi. Ja, ich hab es. Was hast du? Was glaubst du? Diamanten? Nein. Dann was anderes. Ja, Pentadil. Also. Nickel halt. Na, ja, da wo ich wohnen wollte, direkt von Anfang an, ist jetzt eine tiefe Höhle. Wie hast du das geschafft? Wie? Hast du die da jetzt hingesprengt oder war die da schon? Die ist da, aber die hat einen versteckten Eingang. XD. Bin ich gerade fast reingefallen. Ja, gute Sache. Ich merke gerade, die Saphir-Axt braucht genauso lange für einen Scheißbaum wie eine Holzaxt. Nicht ganz. Ähnlich. Sehr ähnlich. So. Wow! Wo kommen die ganzen Monster hierher? Kann ich dir gerade nicht sagen. Oh, meine Güte. So, also als erstes crafte ich mir jetzt einfach mal eine Eisenbrust. Platte. Haha! Gesundheit. Danke. Ich vergesse halt auch dauernd zu essen. Ist das von Jabba? Nein, das ist die Alchemical Chest. Was macht die? Das ist die Vorstufe vom Energy. Von den. Ach, das Ding. Sehr. Hast du auch genug Obsidian für Netherportal gemacht? Ne, ich hab nur 8. Also gleich noch 4. Boah, echt jetzt? Ja, das war recht teuer. Beziehungsweise ich wollte erstmal. Beziehungsweise ich kann ja jetzt Obsidian herstellen. Ja, gut, stimmt auch wieder. So, jetzt brauche ich einen. Ach man, jetzt ist hier schon wieder ein Lavasee, aber keine Diamanten. Wie teuer ist denn so ein Blockbreaker? Ach, dafür brauche ich ein Alloy Furnace. Raw. Für den brauche ich wahrscheinlich Bricks. Richtig. Ja, das hätte ich dir auch so sagen können. Mann, dafür, jetzt fällt mir auf, ich bin ja jetzt gestorben, ne? Mein erstes Projektziel habe ich schon mal gefailt. Cool. Ich hab's einfach drauf. Ich bin wahrscheinlich der, der am längsten ohne Rüstung rumläuft. Würde ich jetzt einfach mal so drauf wetten. Deswegen auch am meisten stirbt. Warum meinst du ohne Rüstung rum? Hast du eine? Ich hab eine Eisenbrustplatte. Ne, ich hab keine Rüstung. Also ich habe mir jetzt eine Eisenbrustplatte gecraftet, weil du nicht nochmal sterben willst? Ja. Gut, ich glaube, ich komme allmählich in die Spawn Protection rein. Ich wette, das sind einfach Dias. Da würde ich aber auch fast alles drauf verwetten. Sehr gut. Wir haben tatsächlich noch über eine Stunde, ne? Ja, ich weiß. Das ist mega krass. Wie unproduktiv ich denn letztes Mal war. Okay, ich habe wieder einen Lavasee. Wenn du einen Eimer hast, würde ich dich bitten, da etwas mitzunehmen. Nein, ich habe leider keinen Eimer. Schade. Aber ich habe einen Lavasee überirdisch schon gefunden. Ja, aber der ist in der Nähe vom Spawn. Ja, ist doch eigentlich egal, oder? Ich gucke gleich einfach mal in die Höhlen runter, ob ich da direkt Lava sehe. Ah,
Hallo Creeper. So, ich brauche für den Blockbreaker. Blöder Creeper. Silikon Wafer. Dafür brauchst du eine Dia Chainsaw. Also eine Dia Säge. Glaube ich. Die kostet ja nur einen Diamant. Zum Glück. Ich meine, ich weiß nicht, ob du mit der Säge auch arbeiten kannst. Das wäre jetzt ja die Forge Microblocks Säge. Ich habe festgestellt, dass ich vergessen habe, meinen Ton anzumachen. Gute Sache. Auf jeden Fall, du. Ups. Tschüss, Redstone. War schön mit dir. Hier ist mehr Galena. Das gönnen wir uns mal. Bin ich hier überhaupt runtergegangen, weil hier so wenig ausgeleuchtet ist? Ne, hier war ich ja noch gar nicht. Man sollte sich schon genug Cobblestone holen für das, was man vorhat. Oh! Hui! Mir fällt gerade auf, ich hätte auch Cobblestone herstellen können. Über den Energy Condenser? Mhm. Boah, woher brauchst du denn überhaupt so viel Kobbel? Blockbreaker, ich hatte gar nichts mehr. Da brauchst du doch nur einen Pisten für. Ja, und nochmal 6 Cobblestone dann. Und dafür hast du kein Kobbel. Das ist korrekt. Ach, warum? Ich weiß es nicht. Ich habe alles verbraucht irgendwie. Wie geht sowas? Oh, ich hatte schon Buckets gecraftet. Warum nicht Cells? Die sind billiger. Wenn ich mich recht. Zu spät. Wenn ich mich richtig erinnere, kriegst du da ja. Ich weiß nicht, wie kann man die überhaupt setzen? Jeder? Die kann man, glaube ich, gar nicht setzen. Das ist das Problem. Yes, ein Creeperkopf! Echt? Ja. Respekt. Finde ich auch. Boah, diese Höhle ist echt geil. Oh, nochmal Dias. Jetzt läuft's aber. Wieder nicht durch Strip Mining. Und das Ding ist, ich bin vorhin schon an welchen vorbeigelaufen, die ich mir nachher noch holen werde. 2, 3. Okay, das waren jetzt 3. Boah, ich habe jetzt schon genug Dia. Ich habe jetzt schon genug Ressourcen für eine Quarry. Soll ich? Das ist jetzt deine Entscheidung. Ich meine, ich habe noch mindestens 4 Dias kommen noch. Und ich habe jetzt schon 11. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Ich glaube, man findet hier wirklich aber in Höhlen irgendwie mehr. Also zumindest jetzt.